Wer hat immer als letztes Sommerferien und regt damit andere Bundesländer auf? Richtig, Bayern und Baden-Württemberg. Das erste Bundesland startet in anderthalb Wochen schon ins neue Schuljahr, NRW. Und in Bayern gehen die Ferien gerade erst los. Aber warum ist das so? Spätsommerferien zu haben hat Vorteile. Dadurch ist das zweite Halbjahr länger und die Klassenarbeiten liegen nicht zu nah beieinander. Und später im Sommer werden manche Züge, Flüge oder Hotels wieder günstiger. 14 Bundesländer wechseln sich deshalb ab. Mal starten die einen schon im Juni in die Sommerferien, so wie NRW dieses Jahr, und mal die anderen. Aber als letztes kommen traditionell diese beiden. Ursprünglich übrigens, weil Kinder im Süden dann früher bei der Ernte helfen konnten. Heute gelten die Pfingstferien als Grund. Und diese Ferienregel bleibt auch erstmal so, mindestens bis 2030.